Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Letzte Woche haben sich unsere Talente von ihrer besten Seite gezeigt. So habe ich es gerne. Und bumm, ist sie da. Wow, was für eine Energie! Waghalsig, originell und wunderschön. Es ist wie so ein Fußballspiel. Wie ist das so Gänsehaut? Aber jetzt schauen wir vorne auf die heutige Sendung. Ich liebe die Abwechslung, das Tempo. Wow! Sensationell! Ich bin deine größte Fan geworden. Klasse gewesen. Wirklich reine Unterhaltung. Alles war perfekt. Ich bin sehr beeindruckt. Leck, bist du eine coole Socke. Du hast Talent. Weiß es nicht. Du weißt nicht, was Talent ist. Ja. Das ist, wenn man etwas mega gut kann. Muss die ganze Halle küssen. Ein Lipgloss ist super. Nach was schmeckt das? Erdbeeren. Erdbeeren. Jetzt, was du sagst, Erdbeeren. Du musst jeden Tag die Hälfte von der 500 haben. Ja, das ist unglaublich. Du bist eifersüchtig. Unglaublich. Ich bin David Bertschi, ich bin 12, komme von Sommiswald im Emmental und tue Beatboxen. Kann ich etwas fragen? Kann man das irgendwie abnehmen? Das ist nicht so gäbig zum Beatboxen. Drum. Seit wann tust du Beatboxen? Seit 4. Seit 4? Wie kommt ein Vierjähriger darauf, Beatboxen? Mit den Autos, die auch gerne alte Musik hatten, habe ich auch Musik gemacht. Dazu. Die Autos, die Tune, auch gerne Musik hatten, dann ging so bum bum. Das finde ich voll fasziniert. Also vor allem der Bass. Hast du das schon? Weil du musst ja recht Stimme haben und also Stimme brauchen. Genau so. Ich habe heute dabei meine Eltern, die Mami und Papi, die mich fest unterstützen. Wenn du günstig bist, hast du ja da 100'000 Franken. Ja. Oder? Was willst du damit machen? Ich würde ein Heilmittel kaufen für den Papa, für MS zu heilen. MS? Finde ich aber gut, dass du es machst. Mein Vater hat MS. Und darum kann er auch nicht mehr so gut laufen. Und der Auftritt bei Schweizer Talenten bedeutet mir viel. Ich würde mit diesem Geld probieren, etwas zu kaufen, von meinem Vater zu heilen. Ganz herzlich willkommen hier auf der Bühne von der grössten Schweizer Talent. Merci. Er wird sie weggelassen. Ich bin der David Bertschi, ich bin 12, ich komme von Sommiswald im Emmental und du heute für euch Beatboxen. Yeah! David, das erste Mal auf so einer grossen Bühne? Ja. Hast du viele Kollegen dabei? Ja, 4. 4? Wow, wo sind die 4? Schau mal, hast du sie schon gesehen? Dort.
Das sind die vier. Hey! Du, das sind aber mehr als vier. Die anderen sind Verwandte. Ach so. Du tust Beatboxen. Richtig. Wie lange machst du das schon? Seit ich vier bin. Hey, der Bimban, das heisst, du hast fast im Kinderwagen schon Beatbox gemacht? Ja. Rausgefallen und gerade bumm. Ist gerade losgegangen. Nervös? Nein. Sicher nicht? Ein bisschen. Los geht's. Die Bühne gehört dir. Bist du eine coole Socke? Sensationell. Unglaublich. Unglaublich. Ich bin wirklich sehr begeistert von dir. Ich bin deine größte Fans geworden. Für mich bist du der beste Beatboxer der Schweiz, den ich kenne. Riesenkompliment. Bravo. Wenn er mir sagt, er spielt auch nur Fußball, dann ist das hervorragend. Das sagst du mir nachher dann. Okay, klasse gewesen. Sven. Also, ich meine, du bist auf die Bühne gekommen und hast schon mal ein breites Berndeutsch gehabt, oder? Da habe ich schon mal gestrahlt. Und du bringst einfach vieles mit, was es braucht. Du hast einen coolen Style, du hast Bay am Boden, hast gewusst, was ich hier biete. Du hast uns begeistert. Am Schluss sind wir hier gestanden und gesagt, der Defu ist ein cooler Cape. Und das bist wirklich. Danke für deine Performance. So, wir passen zusammen. Sven. Ja. Herr Gress. Ja. Ja. Ist da? Ja. Viermal ja. Wirklich, bist du nervös? Cool. Nein. Ist aber wirklich nicht. Nein, ist nicht nervös. Nein, nicht. So gut. So kein bisschen. Super. Hey, das ist gut. So wie alt cool. ist er? 12. 12. Und schon so ein gutes Selbstbewusstsein. Ist ja. Also, ich kann Ihnen eins sagen, bei uns im Wettbewerb zu gewinnen, ist es definitiv einfacher, als so einen Stuhl zusammenzubauen. Gewinnen Sie jetzt mit etwas Glück 5'000 Franken in bar. Mitmachen unter 0901 544 911 zum 80-Rappen-Festnetztarif oder gratis per WAP. Und in der Finalsendung verlosen wir unter allen Teilnahmen den Hauptpreis. Einen Subaru Outback AWD mit EyeSight im Wert von 40'000 Franken. Alle Gewinner und Infos auf srf.ch/dgst. Ich bin Nadia und bin 22, ich komme vom Toggenburg. Ich bin Laura, bin auch 22 und komme auch vom Toggenburg. Ja, mache Musik und wir haben so Angst. Ja, total, ich stinke. Ich muss die ganze Zeit aufs Weg-Klo und oh.
Also ich habe schon Durchfall seit 3 Tagen. Die Musik hat uns zusammengebracht vor 10 Jahren und seitdem machen wir das leidenschaftlich gern. Normalerweise sind noch Jungs dabei, wir haben 5 im Hintergrund, die wollten nicht mitkommen. Ihre Bruder hat auch gesagt, ich glaube, der ernsthaft so ein super Talent wird. Guten Abend miteinander und vor allem willkommen. Danke vielmals. Mit wem haben wir das Vergnügen? Also wir sind Mavi, ich bin Nadia. Ich bin Laura. Und eigentlich sind wir einmal siebte unterwegs. Wir haben einmal noch 5 heiße Jungs im Hintergrund. Das hört man 2 davon. Ja, aber sie haben sich nicht so getraut, um heute mitzukommen. Und dann haben wir gedacht, können wir allein. Heute quasi mit der Frauenabteilung von eurer Gruppe. Also, was seid ihr genau? Wir sind eine Band. Sagen wir mal so, wir versuchen, unsere 5 Jungs irgendwie mit diesem Gerät zu ersetzen. Aha, ihr habt uns Männer technisch wegrationalisiert. Ja, genau. Was ist von euch zu erwarten nachher? Wir machen Mundartlieder. Normalerweise machen wir eigene Mundart-Songs. Ja. Ich glaube, auch unser Talent ist mehr unsere Freundschaft. Und wir sind sehr talentiert im lustigen Sachen erleben. Und zusammen seid ihr on Tour zu sehen, irgendwo auf grossen und kleinen Bühnen? Ja, wir machen Hochzeiten, würden auch Scheidungen machen. Ich weiß gar nicht, ob es noch Musik braucht bei euch zwei. Singt ihr bei der Scheidung das Gleiche wie bei der Hochzeit? Nein, das ist noch Wunsch. Vielleicht mehr so Highway to Hell oder so. Wow! Bühne gehört euch. Die Nacht überkommt schon wieder rosarote Ränder. Franzen du so fern die nächste Woche ein. Wir haben eine Penne, aber sind weg dem noch lange nicht. Schnell vorbei, wenn wir zusammen sind. Und du kannst kommen, du kannst gehen, du kannst alles von mir an, du kannst dich auf mich verleihen, wie immer für dich da. Immer. Schliess mich in das Rest ab, mach mich wieder los, warte dir kein Widerstand. Mach mich fliegen fertig und schieß mich aus. Ich leiste dir keinen Widerstand. Ich lasse mir das von dir gefallen, stelle nur meine Bedingung im Voraus. Lass den Montagmorgen nicht so easy zu Haus. Und du kannst kommen, du kannst gehen, du kannst alles von mir haben. Kannst dich auf mich verleihen, wie immer für dich da. Ja, das sind wirklich Nummern, das muss man sagen. Ich weiss nur nicht, ob mir das Comedy-Programm im Vorprogramm besser gefallen hat als der Hauptakt nachher. Es war gar nicht so schlecht, der Song. Also, mir hat er gefallen. Und ich würde auch sagen, sollte ich noch mal heiraten? Oh, würde ich dich sofort engagieren. Danke. Das Ganze war wirklich lustig und ich dachte, irgendwann ist es wirklich die Performance, oder? Ja, ich bin der Einzige, der gedrückt hat. Und zwar, ich war einfach entsetzt, weil sie haben wirklich ein Haupttalent verpasst. Du bist ein Riesenglom. Und das meine ich positiv. Mit dir kann man lachen. Hey, die meisten Comedians sind nicht halb so lustig wie dir zwei. Für mich ist in dieser Formation leider ein Nein. Monsieur Gress. Für meine nächste Hochzeit in 20, 30 Jahren ist es ja. Aber leider für die größten Schweizer Talenten genügt das nicht ganz, ist Nein. DJ Bobo. Noch ein Nein. Ich werde euch nicht mit einem Nein gehen, weil für das seid ihr zu gut. Und darum gebe ich euch ein Ja, wo ihr sagt: Vollgas! Danke vielmals, Laura und Nadja! Tschüss zusammen! Tschüss!
Sogar der Abgang ist lustig. Sind die ist die verheiratet oder nicht? Oh, so weit sind wir nicht gekommen. Mi chiamo Natasha Linoggio, ho 28 anni, sono insegnante di ginnastica a loro e a tutto il gruppo. Ciao! E abito anch'io in Ticino, a Locarno. Il gruppo si chiama Nai and Jim. Ciao! Perché rappresenta Nai, che sono io come cantante, e Jim, che sono loro che fanno ginnastica. Siete pronte? E il gruppo è nato perché appunto io sono la loro monitrice di ginnastica e l'anno scorso ho fatto l'esame di coreografa con la Federazione Svizzera di Ginnastica e come mio esame ho presentato proprio questo progetto. Es ist etwas Neues. Also, ich meine, ich habe noch nie so etwas gemacht und es ist wirklich cool. So, du hast nicht einfach nur Musik, du hast eine Person, die du kennst und die du brutal toll findest, die singt auch und dazu. Und das ist einfach etwas, das nicht so ganz gewöhnlich ist. È sicuramente un'occasione per creare ancora più gruppo, non che non ci sia, è un gruppo bellissimo, però come ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di nuovo proprio per trovarci. Hallo, guten Abend. Buongiorno. Buongiorno, buonasera. Allora, noi siamo un gruppo, ci chiamiamo Nai and Jim e quindi abbiamo preparato una coreografia per voi. Dann viel Spaß, godetevela, loro sono le Nai. Grazie. Giving in to you at feet, already buried deep. 6 feet on the screen, and no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta deny the light and let it shine. Just so. Finalmente un po' di sole. Es war eine wunderschöne Choreografie. Ich muss wirklich ein großes Kompliment machen. Mit dem Gesang habe ich ein paar Schwierigkeiten gespürt. Du hast nicht immer die Töne getroffen, vielleicht die Universität, ich weiß es nicht. Aber insgesamt hat mir wirklich das Bild, wie jetzt beim Tanzen, wirklich sehr gut gefallen.
Es war sehr erfrischend, sagen wir mal, ja. Und es waren wirklich wunderschöne Passagen drin. Manchmal in der Harmonie einfach das passiert. Und die jüngste von der ganzen Truppe war die Dame in Schwarz. Oh! Yes. Ich bin jemand, der gerne neue Sachen sieht, wenn Sachen ausprobiert werden. Das habe ich mir als erstes notiert. Das ist eine spannende Mischung. Und als zweites habe ich mir dann notiert, irgendwie funktioniert die Mischung dann doch nicht. Ich weiss eins, du bist ganz sicher eine sehr beliebte Lehrerin bei deinen Schülerinnen. Das hat man gespürt. Sie sind stolz auf dich und sie haben dich getragen. Auch hier, was nicht so geklappt hat mit dem Gesang. Und das war schön an diesem Auftritt. Sven, bist du auch zufrieden? Also mir hat es gefallen. Viel Energie. Für mich ist es jetzt vielleicht das bunteste Designertalent und das freundlichste, das ihr hier ausstrahlt. Es reicht wahrscheinlich nicht ganz zu oberst aufs Podest. Es ist leider noch ein Nein für mich. A me sono piaciute, io dico sì. Ich sage ja. Ich würde auch leider, es fällt zu wenig. Ich würde auch sagen, nein. Aber ein schweres Herz. Momo? Zu der ganz besten Länge zu nehmen. Denk, dass du eine Tessinerin neben dir hast. Ganz an die Spitze längt es noch nicht, darum auch von mir ein Nein. Grazie d'essere venute. Grazie mille. Grazie mille. Hey, für dich. Oh. Ich bin Christian, 37, ich komme aus Bern. Und bin von Beruf Magier. Heute Abend sehen wir etwas sehr Besonderes. Nicht Zauberkunst, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern eine sehr moderne Art von Zauberkunst, nämlich Mentalmagie, also die Magie vom Geist. Also ich glaube, dass die Zauberkunst etwas sehr Besonderes ist, weil die Zauberkunst als einzige Kunstform kann Staunen auslösen bei den Leuten, die sagen, wow, hey, wie ist das möglich, oder? Hallo. 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 Ganz herzlich willkommen. Bitte stellen Sie sich vor. Mein Name ist Christian, ich bin 37 und komme aus Bern. Ursprünglich habe ich mal Wirtschaft studiert, habe sogar Doktorat in Wirtschaft, aber dann habe ich mir gesagt, ich will meine Leidenschaft zum Beruf machen. Nach dem Studium habe ich mich als Magier selbstständig gemacht und heute bin ich wirklich selbstständiger Magier und Mentalist. Das heisst, ich werde probieren, heute Abend hier Gedanken zu lesen. Ja, das machen wir doch. Sehr gut, da sind wir gespannt. Ja. Perfekt. Ich brauche natürlich Leute, die gut mitdenken können. Christa, du siehst sehr denkwürdig aus. Kannst du mal Platz nehmen, Christa? Merci vielmals. Danke. Wir brauchen natürlich noch einen männlichen Mitspieler. Und DJ Bobo, darf ich dich fragen? Kommst du zu mir führen? Gib einen Applaus für DJ Bobo und für Christa, meine Damen und Herren. Merci vielmals. Gib Platz nehmen. Hey, Bobo. Ja. Ich werde versuchen, dir zu zeigen, wie man als Mann die Gedanken lesen von den Frauen. Wir nehmen eine typische weibliche Realität. Sagen wir Schuhe und Handtaschen. Ja, das ist der Klassiker. Ja, was ist dir lieber, Schuhe oder Handtaschen? Schuhe. Schon Schuhe, gell? Mhm. Okay. Mit deiner rechten Hand oben in der Luft, Christa. Berührst meine Finger? Genau. Denk an all deine realen Schuhe, die du daheim hast, Christa. Zähl deine Schuhe in deinem Geist. Ich lese deine Gedanken. Ja, ich habe etwas empfangen von dir, Christa. Ich schreibe das mal auf. Christa, was schätzt du, wie viele Paar Schuhe hast du daheim? 300. 300 ja. Paar Schuhe? Ja. Das ist unglaublich. Und vorher habe ich einen Gedanken von dir empfangen und aufgeschrieben. Christa, bitte lies es vor. 300 Paar Schuhe? 300 Paar Schuhe. Gedanken lesen. Okay. Oh, du siehst, ja. Es ist wirklich möglich, Gedanken zu lesen, obwohl man es nicht für möglich würde halten. Wenn man als Mann Gedanken lesen von einer Frau, dann kann man vielleicht auch mal mit ihr Nacht essen. Das klingt toll. Es ist toll.
Christa, kannst du dir vorstellen, geht's nachts essen mit dem Bobo? Haben wir schon gemacht. Ja. Ja. Wow, dann können wir es nochmal machen, in Gedanken. Ist gut. Ja. Dann bitte stand einmal auf, Christa, stand auf. Und streck bitte deine rechte Hand so aus. Prima. Und Bobo, stand bitte auf, streck die linke Hand aus zu Christa. Sehr gut. Ich werde euch beide jetzt beibringen, wie die Frauen und Männer Gedanken übertragen können. Schön. Oh, Christa. Was hast du im Kopf? Bitte schön. Es fährt schon an, gell? Es fährt schon an. Merci vielmals, das reicht, meine Lieben. Das reicht. Christa, du als Dame, du kannst noch sagen, wenn das Dinner, das Nachtessen soll stattfinden. Nimm ein Datum, das wirklich geheim ist. Eins, das Bobo nicht kennen kann, eins, das ich nicht kennen kann. Ein Datum, das du dir auch gut vorstellen kannst, bildlich vorstellen. Christa, weil das Datum ist dein Geheimnis, ist wie eine Tresorin. Du bist die Einzige, die den Tresor aufmachen kann in deinem Kopf. Mhm. Und das Datum rausnehmen und sich visualisieren. Einverstanden? Mhm. Gut. Und Bobo, bitte schau gerade zum Publikum, zu der Jury. Und wir schirmen dich abschirmen von unseren Einfluss, Bobo. Und deine Augen verbinden. So. Christa, denkst an das Datum mit deinem Tresor. Du das fünfmal visualisieren. Und send dem Bobo den Monat. Send ihm den Monat. Schau auf seine Stirn, Christa. Schau auf die Stirn. Jetzt, Christa, der Tag. Nur der Tag denken, genau so. Nimm deine Hand, streck sie aus. Bitte versuch, Bobo, und sag uns den Monat. Juni. Juni. Christa, stimmt's? Ja. Er wartet's. Wirklich? Wow, Bobo. Sehr gut, sehr gut. Christa, nimm die Zeigefinger als Stift und schreib die Zahl vom Tag gross in die Luft. Ich schreibe. Hier, ah, so. Ja, genau, genau. 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 Okay. Bobo, im Juni gibt es viele, viele Tage. Bitte sag uns den Tag. Welcher Tag soll es sein? Der 21. Stimmt's? Ja. Gedanken lesen. Merci vielmals. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Wie kann man das? Also ich bin insofern beeindruckt, ich habe den Trick nicht erschaut. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich wünschte mir noch etwas mehr Drive, aber das ist wahrscheinlich schwierig, weil es um Gedanken geht. Ein bisschen mehr Action in dieser Nummer. Das ist mal mein erstes Feedback. Merci. Dann kommen wir gerade zu der Abstimmung, ja oder nein? Ich sage noch ein Nein. Herr Gress? Ich sage ja, natürlich. Ich bin sehr beeindruckt. Wie ist das? Wie kann es weitergehen? Sorry, ich brauche diese Frage. Was kann du? Ah, wir haben noch viele Ideen, aber das darf ich noch nicht verraten. Aber es gibt noch magische Momente, die wir erleben werden. Dann sage ich ja. Merci vielmals. Da ich ab sofort Gedanken der Frauen lesen kann, sage ich ja. Merci vielmals. Ja. Merci vielmals. Merci vielmals. Merci. Je m'appelle Antonio, j'ai 25 ans. Moi c'est Paul, 23 ans. Moi c'est Youssef, Michel, j'ai 27 ans et nous sommes KFM Crew. KFM Crew. KFM Crew c'est une famille, donc c'est... Ça a été créé à la base parce qu'on était des amis d'enfance. Tout est basé sur la discipline. Pour nous, en fait, le Schweizer Talente, ça sera vraiment, on espère, une ouverture des portes. C'est-à-dire vraiment nous faire connaître, on va dire, bien sûr dans la Suisse, mais hors, comme on dit, donc pas seulement dans la danse, mais vraiment qu'on touche en fait un autre public. Et puis comme c'est vraiment notre passion, on a vraiment envie en fait de le montrer à tout le monde. Hello. Yeah. Si, si, si. Hello. So welcome to the stage of the biggest Swiss talents. Tell us what you are going to do for us. We're going to show what we are every day. That's what me. What you are every day. So
fun, have fun, just pleasure, make enjoy with everyone. And that's the thing we want to share. So the stage is yours. Thanks. Enjoy and make us happy. Thank you. And it goes a little something like this. Wie viel Energie, es ist super. Also, zum Tänzerischen kann der Bobo vielleicht mehr sagen, aber mir hat es sehr gut gefallen. Mir war es keine Sekunde langweilig. Eine gute Mischung zwischen witzig, schnell, abwechslungsreich, energiegeladen und das Ganze toll verpackt. Also, mir hat er gepackt mit eurer Performance. Bien, merci. Félicitations, c'est bien. Bravo. Diese Performance war für mich wirklich reine Unterhaltung. Alles war überlegt, alles war perfekt. Von dem Outfit, die richtige Musikauswahl, diese Musikwechsel. Also das Ganze hat mir sehr gut gefallen. Et je veux vous voir. C'était magnifique. Ihr habt mich sehr an mich selber erinnert, als ich euch im Alter war. Ich konnte zwar nicht alles gut können, aber ich habe es mit Leidenschaft gemacht. Und das ist bei euch genau der Fall. Die Leidenschaft habe ich gespürt, jeden Moment. Und das hat mich überzeugt. Und darum gibt es von mir das erste Ja. Das zweite Ja. Also. Ja. Viermal Ja. Merci. Aber ich wohne seit 5 Jahren in der Schweiz. Ich bin 10 Jahre alt, gehe in der 4. Klasse. Und meine Lieblingsfarbe ist Pink. Und mein Lieblingstier sind wilde Katzen und Schweine. Das ist mein Glücksbringer. Sie heisst Mathilda.
Und ich habe sie in England gekauft, wo ich in die Ferien gegangen bin. Ich singe. What are you going to sing? Do you want to build a snowman? Sing das Lied von die Eiskönigin. Oh, Frozen. This is a cool song. Yes. Very nice. Ich singe sicher seit etwa 7 Jahren oder so. Ich werde mal Sängerin werden. Are you excited? Yes. Ich bin ein bisschen nervös. Also, ich freue mich sehr, dass ich so ein grosses Publikum habe. Und der Bühne ist ja gross. Und ich bin noch nie so etwas auf die Bühne. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück. Willst du den Teddy mitnehmen auf die Bühne? Ja, super. Also, alles Gute. Drück einen Daumen, gell? Schönen guten Abend und willkommen auf unserer grossen Showbühne. Ja, ich bin Ayla und ich bin 10 Jahre alt und ich komme von England, aber ich wohne hier in der Schweiz. Wo wohnst du in der Schweiz? In Zürich. Und wen hast du mit auf die Bühne gebracht? Mein Teddybär Mathilda. Sie tut mir ein bisschen Daumen drücken. Sehr gut. Was machst du am liebsten, wenn du nicht in der Schule bist? Ich spiele gerne mit meinen Freunden. Was zum Beispiel? Einfach so Mädchensachen. Mädchensachen? Ja, das verstehst du nicht. Das erzählt sie einem Bub natürlich nicht, okay. Was wirst du denn uns heute zeigen? Ich singe. Hast du viel geübt für den Auftritt? Ja. Und bist du ein bisschen nervös? Ja. Also, dann empfehle ich dir, du mal Mathilde noch mal ganz fest drücken. Die soll dir noch ein bisschen Kraft geben, genau. Ein bisschen knuscheln und kuscheln. Und nachher, wenn du parat bist, dann gehört die Bühne euch beiden. Schön, dass du bei uns bist. Viel Vergnügen. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman. No way, Anna. Okay, bye. It gets a little lonely, all these empty rooms, just watching the owls say bye. Elsa, please, I know you're in there. People are asking where you've been. They say, have courage, and I'm trying to. I'm right out here for you, just let me in. Each other, it's just you and me. What are we gonna do? Do you wanna build a snowman? Isla, du hast eine ganz feine, schöne, junge Stimme.
wo man mit Training sicher so weit bekommt, dass du mal auf einer grossen Musicalbühne stehen kannst. Vielleicht ist das mal ein Traum von dir. Und ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass das mal klappt. Und für heute sage ich danke vielmals. Die Applaus. Merci. Danke. Isla. Herr Gress. Du hast das wirklich sehr schön gemacht. Und ich glaube, der kleine Finger sagt mir, dass du mal eine ganz große wirst. Ja, danke. Danke. Heila, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, du hast wirklich Talent. Und das Ganze hat mich so gut gefallen. Ich hätte jetzt Lust, mit dir draußen zu gehen, im Schnee und zusammenspielen. Das war für mich sehr mitreissend. Aber ich gehe gerade voraus. Für die grössten Schweizer Talente noch nicht ganz gut genug. Darum von mir leider noch ein Nein voraus. Ich bin einverstanden mit Gigi Bobo. Im Moment aber wieder ein ganz kleines Nein. Aber die Zukunft gehört dir. Ja. Ich will dich motivieren. Jetzt sage ich schon Ja. Ein Ja. Du hast ein Ja, zwei Nein. Von mir gibt es auch noch ein Nein. Aber der grosse Wunsch, dass du weitermachst, ja, ganz fleißlich bleibst, immer übst. Für heute bekommst du schon mal einen richtig grossen Musical-Applaus, um hier rauszulaufen. Danke viel, viel mal. Ciao. Super gemacht. Bist du zufrieden? Ja. Du hast, weißt du was, wirklich als Schauspielerin, als Sängerin. Ich weiss, was ich in 10 Jahren machen werde. Das. Ich werde dich in einem Musical schauen kommen. Versprochen. Das war's für heute. Und so geht's beim nächsten Mal weiter. Mario habe ich ja gespielt, bis die Batterien leer waren.